willst doch nur spielen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bärensimulator. Ich teleportiere mich jetzt mal schnell zurück zu meiner Höhle. Denn wir haben in der letzten Folge das Katzenbett gefunden. Und das Katzenbett muss ich jetzt abliefern bei der Katze in den Calypso Mountains. Und da ist es natürlich am einfachsten, wenn ich mich da einfach hin teleportiere. So, jetzt ist das nächste Problem. Ich weiß nicht mehr, wo diese Katze war. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu dieser Katze hinkomme. Wo die war. Wo die auf mich gewartet hat. Das erste Problem ist, ich weiß nicht, ob ich links oder rechts gehen muss. Also ich weiß nicht, ob ich mich hier lang arbeite, um zur Katze zu kommen. Oder ob ich hier jetzt abbiegen müsste. Da müssen wir wohl leider jetzt alle Varianten durchgehen. Es tut mir leider jetzt sehr leid. Da müssen wir jetzt erstmal hier lang. Gucken, ob da die Katze auf uns wartet. Wenn die Katze da nicht ist, müssen wir wieder in die andere Richtung und müssen das Ganze so lange... Ah nein, warte, warte, ich weiß, wo die Katze ist. Mir ist es gerade eingefallen. Ich habe gerade einen geistigen Blitz gehabt. Er ist direkt in mein Hirn eingeschlagen und hat die zündende Idee gebracht. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es. Hier lang? Und jetzt, haha, müssen wir nämlich durch diese Forschungseinrichtung hier, aber nicht auf der linken Seite, sondern auf der rechten Seite. Genau hier lang, nämlich. Und dann kommen wir da oben geht's ja nur zu der umgestürzten Brücke, ne? Ne, warte mal, dann ist das hier falsch. Und da rechts geht's ja zum Strand. Okay, nein, nein, nein. Ich hab's wieder verdengelt. Ich werd's nie lernen. Ich werd's einfach nie lernen. Gewöhnt euch schon mal an den Gedanken, dass ich das nie lernen werde, wo was ist. Das ist ganz schrecklich. Das ist wie... Das ist so eine Art... Fressnapf. Das ist so eine Art... geistige Behinderung von meiner Seite aus, glaube ich. Die Unfähigkeit, den richtigen Weg zu finden. Das ist einfach nicht schön. Moment mal, vielleicht geht's ja auch... Nee, da hinten war ja diese große Tür. Also diese große Pforte. Diese Bergbasispforte. Wir müssen hier lang. Das war... in der Nähe vom Spukhaus, ne? Also von diesem Spukdingens. Da oben ist eine Hängebrücke. Da müssen wir, glaube ich, hin. Nur wie? Man konnte da auch irgendwo, an irgendeiner Stelle konnte man hochklettern. An Ranken. Das weiß ich auch noch. Da konnte man an Ranken auf eine Brücke klettern, die halb kaputt war. Und von da aus konnte man auch nochmal wohin klettern. Die Stelle, die muss ich finden. Dann finde ich auch die Stelle, wo die Katze ist. Aber das ist wieder so eine fiese Stelle, die man nicht so leicht findet. Die ist so versteckt wieder. Genau, hier ist der Zugang zum Spooky Woods. Und jetzt geht's hier noch weiter, ne? Bitte sag mir, dass es hier noch weitergeht. Da geht's weiter, genau. Moment. Hier muss ich mich runterfallen lassen, genau. Und dann einfach hier über diesen Felsvorsprung. Ohne runterzufallen, natürlich. Ach so, ist ein Kühlschrank. Moment. Hier kann ich mir einfach runterfallen lassen. Das ist sehr schön. Ah, da ist die Hängebrücke, die ich von unten gesehen habe, ne? Nee, das ist nicht die Hängebrücke. Da ist die Hängebrücke, die ich von unten gesehen habe.
Bestimmt ist das die Hängebrücke, die ich von unten gesehen habe. Also, es ist ja nicht mal eine Hängebrücke, es ist so eine Bretterbrücke. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh nein, ich hasse das. Warum muss es immer ein Sprung sein? Ich mag das nicht, wenn ich springen muss. Ich bin doch ein Bär. Bären springen nicht. Bären singen, statt zu springen. Singen, statt zu springen. Lalala. Wo muss ich jetzt lang? Hier lang. Ich schätze mal, jetzt hier an irgendeiner Stelle runterzufallen, ist mehr als tödlich. Das ist nicht nur gut geraten, das ist bestimmt eine Tatsache. Oh, oh Gott, wie er plötzlich anfängt zu fliegen wie Superbär. Und einfach mal in den Abgrund reinhüpfen. Das ist die Brücke, die ich von unten gesehen habe. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt fügen sich die Mosaiksteinchen in meinem Kopf zusammen. Katze? Haha, Animal Buddy. Needed Cat Bed. Befriend. Juhu, ich hab eine Katze. Was kann die jetzt? You found two Animal Buddies. So, jetzt speichern wir mal. Und dann sage ich back to Dan. Ich will mir natürlich die Katze auch angucken. Nicht wahr? Ich will mal gucken, was die so macht. Das ist jetzt die erste Frage. Oh. Guck mal, ich habe eine Katze. Macht die auch was? Braucht die Katze nicht auch eigentlich ein Katzenklo? Braucht die das nicht eigentlich viel dringender als ein Katzenbett? Und so einen Kratzbaum braucht die doch eigentlich auch. Ich meine, die wird ja hoffentlich nicht mehr ein Kissen. Oh nein, ich glaube, das war keine gute Idee mit der Katze. Naja gut, sie könnte ja auch die Kiste benutzen. Aber meistens benutzen die Katzen dann Sachen zum Kratzen, die sie gar nicht benutzen sollen. Ne? Die benutzen einfach irgendwas. Naja. So ist das eben. Ich überlege, ob ich jetzt nochmal einen Abstecher in die Ancient Caves machen soll. Mir fehlt ja, wie gesagt, nur noch eine von diesen verdammten Spider-Web-Orbs. Aber ich habe immer noch nicht die Info bekommen, wo die genau liegt. In welchem Raum. Wo ich da genau hin muss. Das ist leider... ist leider ein bisschen schade. Ich habe mir wirklich jetzt schon einen Wolf gesucht nach dieser blöden letzten Web-Orb. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich ganz dicht dran gewesen. Wahrscheinlich liegt sie irgendwo ganz mies versteckt. Aber ich weiß es halt nicht wo. Ich weiß es halt nicht. Frage ist jetzt auch, wartet mal. Also es gibt noch ein Bett, das wir finden können. Oh, das ist auch ein schönes Bild. Ja, die Katze heißt Cricket, okay. Es gibt noch ganze drei Animal Buddies, die wir finden können. Something awful fishy about this animal buddy. Okay, awful fishy. Klingt nach einem Fisch. It's not the greatest animal buddy. Das ist bestimmt der Hase, der erste hier. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Könnte was aus dem Spooky Woods sein? Da könnten wir auch nochmal hingehen. Da ist bestimmt auch noch einiges zu finden. Den Trophies. Found near a small waterfall. Ein kleiner Wasserfall, okay. Found underground. Das ist wahrscheinlich dann das mit den Web Orbs. Found in high elevations. Das ist bestimmt, wenn ich den Gipfel erstürmt habe. Von Calypso Mountains. Das ist bestimmt irgendwas bei Shepherd Lake. Das ist die Spirit, die habe ich schon. Members Only. Das ist bestimmt was für die Leute, die gebackt haben wahrscheinlich. Wenn das Members Only heißt. Shadow Pick Remains. Remnants of a Shadow Pick. Fragezeichen. In the Caverns. Okay, nee. In the Caverns könnte natürlich auch das mit den Web Orbs sein. Den Decorations. Da haben wir schon einige gefunden. Toxic Barrel. You moved this into your den for some reason. Das fehlt noch. Das gibt's auch bei Calypso Mountains bestimmt.
This would make a great conversation piece. Das weiß ich nicht genau, was das sein soll. This will make a great first impression in your den. Das wird einen guten ersten Eindruck machen. Das ist bestimmt ein Teppich oder sowas. Katzenbett. Fackeln. Ah. Needed for an aquatic animal body. Es gibt anscheinend noch ein Aquarium. Schätze ich jetzt mal. Also ich schätze mal, das ist ein Aquarium und dann kriege ich dafür noch einen Fisch. Mother Russia, was? Okay, also so viel ist jetzt gar nicht mehr zu finden. So ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen, habe ich jetzt schon gefunden. Ah, wartet mal, genau. Wir gehen jetzt mal zurück zu den Bienen. Moment, da gehen wir mal, da teleportieren wir uns mal zum Calypso Mountain und gehen einfach eine Welt zurück. Calypso Mountains. Und da gehen wir jetzt einfach einen Abschnitt zurück. Und dann sind wir ganz schnell in den Abschnitt mit den Bienen. Und dann will ich das nochmal probieren. Ich will mit den Bienen... Ich will jetzt endlich mal was von den Bienen kriegen. Ich habe jetzt so viel Lack zusammengekratzt. Jetzt muss ich doch auch mal Lack haben hier mit den Bienen. Ich will endlich Honig essen. Ich will endlich das tun, was ein ordentlicher Bär tut. Honig essen. Hier hinten gab es ja, glaube ich, absolut nichts. Ich erinnere mich. Dieser Bereich hier ist absolut leer und sinnlos. Lalalalala. Hui. Oh, mit Anlauf habe ich es mal drüber geschafft. Ich werde immer besser. Das ist schon voll verinnerlicht hier. So, jetzt war da hinten ja noch eine Tür, ne? Hier ist noch eine Tür, guckt mal. Hier. Komme ich da jetzt endlich mal rein eigentlich? Oder brauche ich immer noch unendlich viele Stats dafür? Ah ja, okay. 7777 Beer Points. 77 Luck. Beer Courage. Was ist denn bitte jetzt wieder Beer Courage? Was zur Hölle soll jetzt Beer Courage sein? Wo kriege ich das? Also, Courage ist ja Mut. Aber wo kriege ich denn Mut her, bitte? Weird Sheet Ahead. Vielleicht komme ich da jetzt rein. Only he who backed Mystery Door. Do you have the key? Nee, habe ich nicht. Weil ich kein Bäcker bin. Weil ich keine Brötchen backe, komme ich da nicht rein. Das war ja das Gemeine. Vielleicht von hinten. Nee, auch nicht. Da ist bestimmt dieses Bäcker-Item drin. Bestimmt. So, was wollte ich jetzt genau? Bienen. Alle Bienen zu mir. Obwohl, nee, eigentlich können mir die Bienen gestohlen bleiben. Ich will nur den Honig. Vielleicht, wenn ich es von hinten versuche. Test your luck at the beehive. Will you get a random start or get stung? Ja! Strength changed by 0. Ja, ganz klasse. Meine Stärke wurde nicht verändert. Also ich hatte Glück bei den Bienen, aber meine Stärke wurde trotzdem, also meine Werte wurden trotzdem nicht geändert. Das ist ja gemein. Das ist jetzt mal echt gemein. Oder habe ich jetzt 0 Stärke? Wartet mal. Das raffe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Stärke 100. Ach so, wahrscheinlich habe ich schon die maximal mögliche Stärke, kann das sein? Swim 88, Dive 88, Jump 100, Luck 100. Meine Intelligenz ist auch 100. Mein Leben ist auch 1000 schon. Krass. Wartet mal, dann bin ich glaube ich schon hoch genug gelevelt, damit ich den Bigfoot besiegen kann. Haha. Ich glaube, wenn der Bär auf Maximalstats gelevelt ist, dann kann man Bigfoot stellen. Das können wir ja mal probieren. Ich speichere mal jetzt einfach an der Stelle. Warum kann ich denn hier jetzt nicht back to den gehen? Was ist denn das? Warum geht das jetzt nicht? Gehen wir mal wieder in Arnie Forest. Ich muss ja jetzt schlafen, ne? Ich muss ja jetzt schlafen, sodass es Nacht ist. Dann muss ich mich nach Shepherd Lake teleportieren und dann dahin gehen, wo der Boden dampft.
Und dann kommt Bigfoot. Dann kann ich Bigfoot besiegen. So war das. So wurde mir das gesagt. So wurde mir das erklärt mit Bigfoot. Das probieren wir jetzt mal aus. Komm. Das probieren wir jetzt mit Bigfoot. Ganz schnell. Wir haben noch 4 Minuten. Das wird ja wohl ausreichen, um Bigfoot zu besiegen. Also schnell schlafen. Und zwar nachts, sodass es Nacht ist. Und dann aufstehen. Nach Shepherd Lake teleportieren. Fake Mustache. Ja. Falscher Bart. Falscher Schnurrbart. Ich kann mich doch einfach hier runterfallen lassen, oder? Ah, scheiße! Geh weg! Ich brauche mein Leben. Ich brauche mein Leben doch. Okay, Aid zum Alligator. Warte mal, kann ich nochmal was von dir essen? Meine Stats sind nicht maximal. Ich muss was von dir essen können. Verdammt. Sind sie auch immer noch geizig, die Viecher. Wir schauen einfach mal, ob Bigfoot jetzt am Start ist. Aber eigentlich müsste sich, glaube ich, dann schon der Himmel verfärbt haben. Irgendwie fehlen mir noch... Ein paar Stats scheinen mir noch zu fehlen. Wahrscheinlich muss ich wirklich erst auf den Berg hochklettern, bevor der Bigfoot kommt. Jetzt hänge ich hier fest. Okay, nee, Moment. Hier war es nicht. Das war irgendwo da hinten. Irgendwo hier um die Ecke war das. Hier. Okay, nee, hier ist kein Bigfoot. Er ist nicht da. Er ist weg. Verdammt. Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist jetzt wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Bärensimulator. Und dann versuche ich noch einmal auf den Calypso Mountain zu klettern. Vielleicht mit ein bisschen mehr Frische und Energie. Ja, vielleicht klappt es ja dann. Und vielleicht finde ich dann auch noch irgendwann die Pommes für den Hasen. Ja, dann haben wir noch einen Animal Buddy obendrauf. Und warum versuche ich eigentlich gerade hier hochzuklettern? Es bringt doch eigentlich, glaube ich, überhaupt nichts, hier hochzuklettern, oder? Naja, obwohl, wartet mal. Vielleicht ist hier doch noch irgendwo was zum Essen. Ah, hört mal, wartet mal. Ah! Intelligence und Health Points. Das hat sich doch schon mal gelohnt, hier hochzuklettern. Hier war doch noch irgendwas. Ich wusste es. Also, aber jetzt ist die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Bärensimulator. Bis dann, ciao, ciao.